Und wir sind in der Marmorgartenzone. Wuhu! Ja, das ist eine Zone, die ist mir eigentlich ganz schön egal. Es gibt hier sehr viele Riesenringe, wo man dann irgendwelche Chaos Emeralds besorgen kann oder sowas. Und wir versuchen auch mal einige davon aufzuspüren, weil wir haben ja so verkackt bei 2 Stages schon. Und es gibt ja natürlich immer noch 7 Chaos Emeralds, die es zu ergattern gilt. Und jetzt haben wir natürlich so ein Unbesiegbarkeitsschild einfach mal so verschwendet. Einfach mal so zack, weißt du, und weg. So, darüber. Und hui. So, man braucht bei dem ganzen Zeug hier so ein bisschen Konzentration. Einmal, damit man weiß, wo denn hier alle Kugeln sind. Und einmal, weil ich die Befürchtung habe, dass es hier mit dem Steuerkreuz auf dem Controller so eine leichte Verzögerung gibt. Was das Ganze hier natürlich so ein bisschen erschwert. Oder wahrscheinlich drücke ich einfach nicht kräftig genug. Kann natürlich auch sein. Ja. Das war nicht so geplant. Definitiv nicht. Oh oh, oh oh. Ja, es gibt wirklich viele Leute, denen ist von diesem Spiel, von diesen Special Stages, extrem schlecht geworden. Und wir müssen hier rein. Ja. Und yay! Eine weniger, die wir machen müssen. Gott sei Dank. Schon mal einen mehr. Das ist schon mal nicht schlecht. Müssen wir nur noch 4 ergattern. Und dann können wir was ganz Tolles machen. Das, was Sonic im Intro quasi auch schon gemacht hat. Nämlich sich in Super Sonic verwandeln. Aber dazu dann später mehr. Jetzt hing ich gerade im Boden. Das war natürlich nicht so geplant. Und die Ringe hätte ich gerne alle. Und so. Hier mal so ein bisschen gegenspringen. Schadet nicht. Auch wenn es nichts bringt. Es bringt wirklich nichts. Man kämpft gegen diesen Roboter etwas später noch. Quasi wie im ersten Level, dass man den jetzt schon mal kennenlernt. Aber was bringen tut es nicht, wenn man dagegen springt. Anders als bei dem Endboss dieses Levels. Ja, da erkläre ich später auch nochmal ein bisschen was. Diese blauen Kreise sind halt wirklich dazu da, damit man damit so ein bisschen rumfliegen kann und so. Die zerstören gewisse Objekte. Das zeige ich später auch nochmal. Muss ich sogar zeigen, weil anders geht's nicht. So, wo sind wir denn jetzt ungefähr? Wo kann ich denn hier nochmal so einen großen Ring erwischen? Ich habe immer so einen Weg in jedem Level, den ich quasi immer gehe. Mit wenigen Ausnahmen. Und da. Ist ja, damit kann man so ein paar Wände zerstören. Ist hin und wieder hilfreich. Hin und wieder nicht so hilfreich. Oh, nee, da gehen wir nicht lang. Okay, verstanden. Nein, 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 nein. Nicht so, sondern. Und da würde ich gerne rauf. Danke. Dann würde ich hier die Ringe mitnehmen. Dann würde ich mal gucken, ob hier noch irgendwas war. Irgendwas Wichtiges. Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, aber wir können hier trotzdem mal lang gehen. Schadet ja nicht. Yay, diese Köpfe da an der Wand, ich weiß auch nicht, was die darstellen sollen oder so. Auf jeden Fall sind sie da und schießen in bestimmten Abständen, wenn man sich mal kurz vorgestellt hat, irgendwelche Pfeile und freuen sich. Nein, nein, ich möchte da hoch. Nein! Ich will da hoch. Ich will da hoch. Da geht es nämlich nochmal zu einem großen Ring. Und
Und den sollten wir natürlich ergattern. So. Konzentration. Oh nein. Nicht dieses Level. Ich such das immer nicht. Erstmal hier so ein bisschen geradeaus. Bis wir nicht mehr geradeaus können. Seht ihr da, geradeaus hätte nämlich schon mal die Kugeln, die wir schon mal rot gemacht haben. Und das zeigt, dass wir hier einmal um die Kugel quasi rumgegangen sind. Und ich bin hier gerade voll konzentriert, damit wir hier auch was erreichen können. Und das ist schon ein bisschen schwieriger, über zwei Kugeln rüber zu springen, als über eine. Das benötigt so ein kleines bisschen Timing, was ich normalerweise nicht besitze. Normalerweise. So, drei von diesen Vierer-Kombinationen müssen wir noch finden. Zwei. Da hinten ist der letzte. Yay! Puh, das war ganz schön schwer. Das sieht vielleicht nicht schwer aus, ist aber schwer. So, und drei brauchen wir noch. Kriegen wir aber hin. Sollten wir zumindest. Hier geht's nirgends raus, hier müssen wir jetzt wieder hinaus, nach unten. Jetzt gehen wir da auch wirklich lang. Rollen wir uns mal so ein bisschen zusammen, damit wir eventuell irgendwelchen Gegner ausschalten können, der uns in den Weg stellt. Der sich uns in den Weg stellt, nicht der uns. Uns. Ja, diese Morgensterne-Dinger da sind hin und wieder schon gemein. Gerade so eine Kombination, wo man dann zerquetscht wird und nebenbei auch noch von so einem Morgenstern erschlagen werden könnte. Ja, danke, Tails. Danke. Also manchmal, ne, möchte man diesen kleinen Fuchs einfach nur erwürgen. Auch nur manchmal. Ja, da oben hätte ich auch gern hingewollt. Da gab es noch mal so einen Ringfernseher oder Ring-Display-Gedöns. Aber was soll's, wir haben ja trotzdem unsere 300 Ringe. Was wollen wir denn mehr? So, jetzt hier rein. Und jetzt kommt dieser Möchtegern-Boss, von dem ich vorhin schon gesagt habe. Und ich habe mein Schild zerstört. Na super. Aber er ist auch schon down. Sehr schön. So, wenn man hier so ein bisschen gegen das Schild springt, kann man noch mal ein paar extra Punkte ergattern. Und es besteht eine geringe Chance, dass er halt irgendeinen kleinen Fernseher spawnt, wo dann halt Ringe drin sein können oder aber auch ein Schutzschild oder sonstiges. Da zum Beispiel hat er was gemacht. Das ist schön, dann sind wir hier nicht ganz nackt durch die Welt. Der Marine nimmt die ganze Tagzeit hier. Hey, noch ein extra Leben, weil wir 100.000 Punkte erreicht haben. Ich weiß gar nicht mehr, gibt es alle 50.000 Punkte oder? Ab einer bestimmten Punktzahl nur noch ein paar Punkte, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon wirklich zu lange hier. Ich muss schon sagen, Sonic 3 war damals eins meiner absoluten Lieblings-Sonic-Spiele. So, und jetzt hier folgendes, hier kommt auch der Eggman. Den muss man einmal anditschen. Geht könnte man auch ein bisschen mehr anditschen. Und ja, dann fliegt er quasi schneller nach oben und es geht weiter. Und je mehr man den angeditscht hat, umso desto mehr. Na, sag schon. Umso weniger Mal muss man ihn dann später treffen. Anders als bei den Minibossen hier, die dann zwischendurch mal auftauchen. So, jetzt aber weiter. Hey! Kann ich nicht noch irgendwas? Nee. Hier habe ich nur diesen kleinen Kreisel, der hier dafür da ist, dass man da die Ringe aufsammeln kann und hier nochmal den Boden aufspitzen kann, wenn man zu weit aus dem Bildschirm rausgelaufen ist.
Da war ein Hühnchen drin. Ein Hühnchen. Das arme Hühnchen. Es wäre fast zu Schnitzel verarbeitet worden. Hui. So, jetzt hier rechts hätten wir nochmal so ein... So ein Riesenring gleich. Da düsen wir auch mal hindurch. Müssen ja noch ein bisschen was einkassieren hier. Das ist auch so ein Speziallevel, das mochte ich immer weniger. Weil ich finde oft die letzten vier nicht, beziehungsweise ich brauche lange, bis ich die letzten vier finde. Das war bei mir hier immer so. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Und in diesem Speziallevel das ist auch ganz leicht. Das verstehe ich auch nicht, warum. Viele Sachen verstehe ich einfach nicht. Jetzt hapert es schon an 26. Na, Halleluja. So. Wo geht's denn hier lang? Hallo, hallo, hallo. Wo sind denn hier blaue Kugeln? Da sind blaue Kugeln, aber ich muss ja mal umkehren. Sonst. Na, nein, 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 nein. Das war knapp. Und nein, nein, ja. Yeah! Geschafft. Normalerweise finde ich halt so einen kleinen Viererblock immer nicht. Aber diesmal ging's ja. Das war der Vorführeffekt. Ja, da findet man sowas auf Anhieb. Natürlich. Und lässt 26 andere stehen. So, jetzt müssen wir noch zwei Chaos einmal einsammeln. Dann geschehen Wunder. Hui. Ein Kreisi. Normalerweise sind die Kreise auch so gemacht, dass man wenn man langsam läuft, die halt nicht ganz so viel Speed haben oder sowas. Allerdings war das halt so ein geskripteter Kreisel, wo das dann halt okay war. Da kommt noch hier, hallo Pixie, Pixie, Pixie-Käfer, Fliegekäfer. So, jetzt müssen wir hier nach oben, aber nicht runterfallen. Lastaufzug hier. Hier schön Apfelbäume, wo diese Äpfel hier, ich weiß nicht, ist das leuchten oder tanzen die hin und her? Tanzende Äpfel. Definitiv. Ich war aber schnell. So, hier kommen wir nach oben. Ganz links ist, glaube ich, so ein Unverwundbarkeitsschild. Brauchen wir aber nicht. Ich scheiße es mal drauf, wenn wir gleich die Ringe verlieren. Die brauchen wir eh noch nicht so fix hier. Hier runterspringen. So, jetzt hat unser Kopf hier gesichtet und schießt uns hier mit so ein paar Pfeilen ab und wir haben die Ringe verloren. Super. Ganz toll. So, da tenten wir. Jetzt können wir hier durchspin-dashen. Und da ist ein kleiner Apfelbaum mit tanzenden Äpfeln. Ich weiß nicht, was die Äpfel da machen. Ich meine, sie sind irgendwie animiert, aber ob das nur eine Bewegung von links nach rechts sein soll, ich weiß es nicht. Ich bin mir da sehr unsicher darüber, was das denn nun genau darstellen soll. Vor allem, dass diese Äpfel nicht wirklich rot sind, sondern eher so orangefarben. Aprikot fast. Obwohl dafür ist ein Tick zu dunkel. So, jetzt brauchen wir den, glaube ich, nicht mehr. Bäm! Hier mal durch und da mal drüber. Wenn man zuvor mal viel Sonic 3 ohne die Erweiterung gespielt hat, dann fallen einem halt viele Kleinigkeiten auf, die sie halt in der Erweiterung dann quasi anders gemacht haben. Beispielsweise hier sind irgendwo diese kleinen Pixar an einer anderen Stelle platziert oder gar nicht platziert als vorher.
und viele, viele, viele andere kleine Kleinigkeiten quasi. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber es war dann doch schon eine große Umgewöhnung, wenn man zuvor exzessiv das andere Spiel gespielt hat. Früher, als ich halt klein war, da hatte ich nicht viele Spiele und habe mich dann mit dem begnügt, was ich hatte, und eins davon war halt Sonic 3. Und mein Schild ist schon wieder weg. Super, toll, du tolle Heuschrecke. Du hier, was willst du? Willst du auch was aufs Markt haben? So. Ja, so war es damals. Wenn man nicht viel hat, muss man das nehmen, was man kriegt. Jetzt habe ich gerade so ein... Oh, super, ganz toll. So, und schon geht's zum nächsten Boss. Hier können wir jetzt auch schon mal ein bisschen dagegen springen, damit wir gleich nicht ganz so viel gegen springen müssen. Ah, ich hätte gerne einen Ring, danke. Jetzt müssen wir den nur 2 bis 3 Mal anditschen und dann war's das. Und hier haben wir so ein kleines Beispiel, was ich meine mit, wir können uns an Tails ranhängen. Wenn man das Spiel im Koop spielt, dann wäre das auch möglich. Das Problem ist allerdings beim Koop, dass Tails einfach nicht hinterherkommt. Egal, wie sehr man sich auch anstrengt, es geht einfach nicht. Man müsste wirklich in Schneckentempo hindurchgehen, damit der andere eine Chance hat. Sonst ist das kein wirklich gutes Spielvergnügen. Yay, wir haben es geschafft. Und die Vögel freuen sich auch. Ui, toll.